Don't drink and drive. Damit ist nicht nur das Autofahren gemeint, sondern auch das Fahrradfahren. Gerade Studenten steigen gerne mal nach einer durchzechten Nacht unter Alkoholeinfluss aufs Rad, ohne sich der möglichen Gefahren bewusst zu sein. Die Entscheidung liegt bei jedem selber. Und was machst du, Alex? Ein Student, der betrunken Fahrrad fährt, hat mit folgenden Konsequenzen zu rechnen. Auf alle Fälle gibt es eine Verurteilung durch das Amtsgericht Göttingen. Ferner hat derjenige mit einer Geldstrafe zu rechnen, Punkte, und die Verwaltungsbehörde kann eine MPU, eine medizinisch-psychologische Untersuchung, anordnen. Den meisten Fahrradfahrern ist nicht bekannt, dass es sich letztendlich um eine Straftat handelt, wenn sie betrunken mit dem Fahrrad unterwegs sind. Sie meinen letztendlich, oh, ich habe was Gutes getan und bin nicht mit dem Auto gefahren. Genau das ist das Problem. Demgegenüber stehen aber die Studis, die das teilweise ein bisschen anders sehen. Also ich fahre immer noch betrunken Fahrrad, obwohl ich genug Leute kenne, die schon eine MPU machen mussten, habe ich nicht aus deren Fehlern gelernt. Insofern mache ich es immer noch. Eine MPU ist teuer. Sie kann bis zu 500 Euro kosten mit einer hohen Durchfallquote. Ja, man muss sich vorbereiten auf eine derartige MPU. Das sind unnötige Kosten. Und diese Gelder, die man da unnütz ausgibt, kann man zum Beispiel für eine Fahrt mit dem ÖPNV nach Hause nutzen. Alternativen für Studenten wären Nutzung ÖPNV, Nachtbusse, Sammeltaxi und ab Wintersemester die Nutzung des Semestertickets. Dies ist viel besser, als die eigene Gesundheit durch eine Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad zu gefährden. Ich fahre betrunken mit dem Fahrrad nach Hause, vor allem dann, wenn ich alleine nach Hause fahre und schnell und mich auch sicherer dabei fühlen möchte und schnell nach Hause kommen möchte. In Göttingen stehen insgesamt 9 weiße Fahrräder, sogenannte Ghostbikes. An jedem Ort, wo ein derartiges Rad steht, wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Ich fahre nicht betrunken Fahrrad, denn ich finde das unverantwortungsvoll den Mitmenschen gegenüber. Man ist einfach so eine Gefahr auf diesem Fahrrad für Autofahrer, für andere Fahrradfahrer auch, für Fußgänger. Und ich kenne so viele Leute, die sich schon Knochen gebrochen haben. Ich habe einen Freund, dem musste das ganze vordere, die ganzen vorderen Zahnreihen ersetzt werden. Das ist richtig heftig. Also ich mache das nicht. Einfach nein. Und gerade wegen der Gefahr, die immer mitfährt, gilt, wenn ihr was getrunken habt, lasst das Fahrrad stehen. So wie Alex.